Mit dem Aufkommen einer stabilen Wirtschaft und damit einhergehenden Transportaufgaben zu Beginn der 1950er Jahre entschied man sich auch bei der Fernverkehrskraftwagenspedition Fernkraft im Fuhrpark zu investieren. Da die aus der Vorkriegszeit bekannten Lkw-Hersteller auch wieder schwere Fernverkehrslastwagen im Programm hatten, entschloss man sich zum Kauf eines neuen Lkw. Aber man musste feststellen, dass durch die hohe Nachfrage enorme Lieferzeiten in Kauf genommen werden mussten. Und die zweite Hürde waren die Banken. Sie gaben nicht gerne Kredite für Speditionen und Transportunternehmen, welche auch noch im Interzonenverkehr durch die Sowjetzone unterwegs waren. Somit entschied man sich, einen MAN F4 aus dem Jahre 1937, welcher durch die Kriegsjahre und früheren Nachkriegsjahre schon gelitten hatte, von Grund auf zu überholen. Da man schon kurz nach dem Kriegsende damit begonnen hat, in der eigenen Werkstatt mit der Instandhaltung und dem Neuaufbau ausrangierter Wehrmachts- und Vorkriegsfahrzeuge den Betrieb aufrechtzuerhalten, sollte auch der MAN F4 für den Güterfernverkehr in den aufkommenden Wirtschaftswunderjahren hergerichtet werden. Mit diesem eher seltenen MAN-Klassiker war Dieter Jaspers von der Spedition Fernkraft am 1. Juli-Wochenende auf Einladung in Braunschweig zum großen Büchentreffen. Hier präsentiert er uns seinen F4. Also mein Name ist Dieter Jaspers von der Firma Fernkraft und wir haben hier einen MAN F4 von 1937, 150 PS und als Besonderheit ist, der Zug ist komplett in der zeittypischen RKB-Lackierung und Aufmachung, also Beschilderung. Der damalige Reichskraftwagenbetriebsverband war die Organisation für den Güterfernverkehr in den 30er Jahren. Aufpassen, dass du nicht überfahren wirst.